Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Kena, Bridge of Spirits. Und wir nähern uns hier dem Herz des Baumes wohl. Okay, da können wir hier hochrennen. So, da sind wir hier in der Mitte. Ey, 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 ey. Dann schauen wir mal. Adiras Reue freigeschalten. Ja, da unten waren aber noch lauter Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich hoffe, wir können noch unten bleiben. Oder wir können wieder runter. Relic discovered. Village Heart. Und wir haben jetzt 79 Rod. Free Adira! Use the relics to free Adira. Ja, aber nachdem hier jetzt mal die Gefahr erstmal gebannt ist, wollen wir uns auch jetzt hier nochmal umschauen. Da hinten brauchen wir zum Beispiel die Maske. Dann können wir uns hier mal umschauen. Vielleicht gibt es hier ja noch was Interessantes. Was ist zum Beispiel hier hinten? Eine Kiste! Jawohl! Da kam die Explosion näher. New Rodhead available, Crown. Und noch ein Rodhead. Ich meine kein Rodhead, ein Rod für den Head. Ja, aber auch einen komischen Namen. Rod. Naja, das Wasser hätten wir mal ablassen können. Also. Müssen wir das jetzt aufstellen, damit wir hier wieder rauskommen? Nee, ich glaube, wir kommen so raus, oder? Da sind auch Blumen. Ach, die haben wir ja vorhin benutzt. Wie kommen wir jetzt hier aus dem Wasser? Vielleicht hier? Ach komm, hier könntest du doch echt an Land gehen, oder? Muss ich das jetzt echt umständlich hier über diese Brücke machen?
Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, die Rotti können da einfach hoch. Nö. Da geht's nicht weiter. Na. Das finde ich jetzt schon ein bisschen störend, dass ich jetzt hier nicht aus dem Wasser komme. Ah, hier geht's raus. Da lieber nicht lang. Da hinten ist was. Also müssen wir wieder ins Wasser rein. Ist hier irgendwas, was ich aufstellen kann? Hier ist so eine Rod-Zeichnung. Ich glaube nicht. Bisschen sehr seltsamer Strahl. Der kommt ja nicht so ganz genau aus dem Loch. So. Gut. Müssen wir irgendwie da hoch. Ich sehe aber gerade noch keinen Weg. Da würde ich gerne hin. Ah, vielleicht da die Blume. Jetzt sind wir hier oben. Schauen wir erstmal hier links, ob da doch noch was ist. Sieht aber nicht so aus. Da ist noch das Werkzeug von denen. Ah. Gut. Dann sind wir jetzt an der Stelle, wo ich hin wollte. Enough, Adira. We've lost many, but the village can survive. Hana is gone. You know this in your heart. Come with me. We can honor her with the others. Ja, das hat sie wohl nicht gemacht. Da haben wir noch eine Kiste. Was haben wir hier Schönes drin? Untarnished New Charmstone. Untarnished. Staff damage moderately increased at full health. Gain a moderate amount of health on parry. Nee. 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 Nix für mich. Wir haben 530. Was können wir denn nehmen? Weiterer Schuss wäre nicht schlecht.
Das Infuse-Zeug für die Rods. Ich glaube halt nicht, dass ich das so oft nutze. Wir nehmen mal das, dann bekommen wir nämlich dann später das Schild. Was brauchen wir hier? 300. Da sind wir also schon relativ weit gelevelt. Gut. Kommen wir jetzt runter. Springen. Die ist doch ins Wasser gesprungen. Heieiei. Au, das hat wehgetan, das habe ich gemerkt. Na ja, daneben gesprungen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht über den Stein da hoch. Nee. Oder vielleicht doch. Ach so, wir müssen da einfach an der Seite. War völlig sinnlos. Einfach hier hoch. Gut. Naja. Es hat etwas länger gedauert als gedacht. Hat nicht so viel gebracht, aber was soll's. Ah ja, dann. Wieso ist eigentlich der Hebel so weit oben? Da kommt man gar nicht hin. Wenn man keine Rod dabei hat. Haha, sie haben oben schon gewartet, um aufs Dach zu springen. Nice. I found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hannah. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Ja, dann nehmen wir die Abkürzung. Da, die Steine sind wieder da. Hier kann man wieder die Sachen wachsen lassen. Weiß gar nicht, ob das einem noch irgendwas bringt dann. Ja, haut rein, Jungs. Oder sind es Mädels? Wir wissen es gar nicht. Dann schauen wir doch mal bei dem Stein hier vorbei. Hallo. Und? Na? Hm.
Der sagt nichts. Schau mal auf die Karte. Wir sollen wohl einfach vorne reingehen, oder? Die Relics haben wir jetzt, ja? Okay. Das sieht aber gefährlich aus hier. Ey, ich schätze mal, wir müssen ganz hoch. Ja. Ihr habt alle eure Hüte nicht auf bei dem Wetter. Dabei bräuchte man gerade jetzt Hüte. Was für eine Blätterpassage. Sieht nach dem Kampf aus. Da kommen ein paar neue Anbauteile. Corrupt Woodsmith. Au. Oh, was kann man da jetzt machen? Ich verstehe das hier noch nicht. Wird er so vermutlich gar nichts tun können. Yeah.
Verdammt, geschossen! Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, eine Stunde gebraucht. Ich bin echt schlecht bei solchen Bosskämpfen. Sorry. Also man muss bei der Säule am Anfang die Bombe dran schmeißen. Den natürlich immer ausweichen oder parieren, seine Fernangriffe. Wenn dann offen ist, muss man 3 Pfeile innen reinschießen. Das muss man 3-mal machen am Anfang. Dann geht es in die zweite Phase. Da muss man ihn am besten, bevor er da reingeht, gleich eine Bombe reinwerfen. Dann wird er da gestunt. Zeigt seine Schwachstelle, da muss man 3-mal drauf schießen, dann kann man ihn ein paar Mal prügeln und dann muss man ihn einfach verprügeln und gucken, dass man genügend Coverage hat, damit man solche Rothammer anwenden kann. Und jedes Mal, wenn er versucht, in die Mitte zu gehen, um da sein Schwert reinzustecken, dann kommen da so feurige Kreise raus. Dann muss man eben vorher nochmal eine Bombe reinwerfen, dann macht er sofort einen Fernangriff, muss man parieren. Und anschließend kommt eine Attacke von oben. Der muss man ausweichen und dann muss man ihn klopfen. Und das muss man so lange machen, bis man ihn jetzt hier, wie hier in der letzten Version, erledigen kann. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Puh, ich bin heilfroh. Ich hatte schon befürchtet, ich schaffe es nicht mehr heute. Ist nämlich schon ganz schön spät geworden. Aber dann reden wir doch nochmal mit ihr. Hallo Adira. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. Crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Und Drache?
Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Honor Adira, return to the Mask Shrine to Honor Adira. New Rothead available. Ja, wo ist denn das dann? Ah ja, hier in der Mitte. Tja, okay. Dann meditieren wir noch schnell. Kommt man noch mal einen schönen Blick über das ganze Tal. Ja, ich meditiere hier noch ein bisschen. Dann können wir gucken, wie es weitergeht. Machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.